Ja, Pflegefamilientag. Was bedeutet das für die Kinder, eine Pflegefamilie zu haben? Für diese Kinder bedeutet es, Familie wieder kennenlernen zu dürfen, anders als sie es in der Regel in ihren Herkunftsfamilien haben erleben können. Sie sind eingebettet in das System, das ihnen Geborgenheit, Sicherheit, Strukturen gibt, die wir uns alle für die gesunde Entwicklung von Kindern wünschen, nämlich in einer gesunden und guten Familie aufwachsen zu dürfen. Oft kommen diese Kinder ja aus prekären Verhältnissen, haben schlimme Erlebnisse hinter sich oder auch gar keine Erlebnisse, weil sie vollkommen lieblos behandelt worden sind. Ja. Da hat es manchmal der Hund besser in der Familie. Das ist für die Pflegeeltern dann nicht ganz einfach. Werden die von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch betreut, kriegen die Unterstützung? Ja. Wir bereiten unsere Pflegefamilien, unsere Pflegeeltern alle intensiv auf ihre Tätigkeit vor Aufnahme eines Kindes vor, mit verschiedenen Seminaren, mit Einheiten, wo wir mit Pflegeeltern arbeiten, was auf sie zukommen kann. Und wenn es zu einer Vermittlung eines Kindes in eine Pflegefamilie kommt, ich habe ja vorhin das Team vorgestellt, wir sind ja zu viert, begleiten die Kollegen des Pflegekinderdienstes neben den Kollegen des sozialen Dienstes, die also an der Front arbeiten, die Familien intensiv und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus werden unsere Pflegefamilien fort- und weitergebildet. Nun sind die Kinder von quasi Säugling bis schulpflichtig. Das ist dann oft nicht ganz einfach, wenn vorgeprägte Kinder, ich sag mal mit 5, 6, 7, in eine Pflegefamilie kommen, werden auch die Kinder psychologisch begutachtet, beziehungsweise damit die Eltern darauf vorbereitet sind, wo die Schwierigkeiten liegen können. In der Regel ja, auch da werden unsere Pflegeeltern darauf vorbereitet und in der Regel sind die Kinder, bevor sie in ein sogenanntes Dauerpflegeverhältnis, Vollzeitpflegeverhältnis wechseln, in unseren Bereitschaftspflegefamilien, davon haben wir 8 im Landkreis Waldeck-Frankenberg, untergebracht. Dort wird eine sogenannte Diagnostik gemacht und auch werden die Kinder oft über das SPZ oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie vorher psychiatrisch begutachtet, wenn es denn notwendig ist. Nichtsdestotrotz, Pflegeplätze werden weiter gesucht, Pflegeeltern werden weiter gesucht und mit Sicherheit suchen Sie auch ein bisschen Personal. Ja, wir suchen auf alle Fälle, wir sind immer dankbar für Familien, die sich für diese Aufgabe interessieren, die sich vorstellen können, einem fremden Kind für eine gewisse Zeit, womöglich auch für viele Jahre, ein Zuhause zu geben, es in ihr System aufzunehmen, zu integrieren, aber auch bereit sind, mit dem Herkunftssystem zu arbeiten, also sich auch bewusst sind, dass die Kinder eine Herkunft haben, dass die Kinder Eltern haben und diese natürlich auch aus dem Leben der Kinder nicht wegzudenken oder auszulöschen sind und da auch bereit sind, mit Herkunftssystemen sich auseinanderzusetzen und zusammenzuarbeiten. Immer mit Unterstützung durch natürlich den Fachdienst Jugend. Nun wird man als Pflegefamilie, als Pflegeeltern nicht reich. Es gehört sehr viel Engagement der Pflegeeltern dazu, sich dafür zu engagieren. Ja, das erleben wir auch. Die finanzielle Unterstützung, die wir den Pflegefamilien zahlen, deckt bei weitem nicht die Leistung ab, die Pflegeeltern leisten. Die Motivation der Familien kommt einfach aus dem häufig aus dem Bedürfnis heraus, Kindern, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich gesund entwickeln zu können. Nichtsdestotrotz, für einige Kinder gilt ja, den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern nicht zu verlieren. Richtig. Auch da werden zum Teil unter Aufsicht regelmäßige Treffen mit den leiblichen Eltern veranstaltet. Ja, es finden sogenannte Besuchskontakte, Umgangskontakte mit dem Herkunftssystem statt. Das kann in unterschiedlichem Rahmen stattfinden, entweder auf neutralem Gebiet, auf einem Spielplatz oder hier im Maisfeld oder aber bei uns in den Räumlichkeiten oder in den Räumlichkeiten der Erziehungsberatungsstelle. Und wir bemühen uns, wo es denn notwendig ist, auch als Pflegekinderdienst und sozialer Dienst die Familien mit zu begleiten, dass auch von uns jemand mit dabei ist. Das heißt,
wie Sie eben sagten, begleiten, aber Sie bleiben da so ein bisschen im Hintergrund mit offenen Augen. Richtig. Genau, das kommt immer auf den Einzelfall an. Man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt Familien, Pflegefamilien, die haben guten Kontakt zum Herkunftssystem. Da ist unsere Beteiligung nur sehr, sehr, sehr runterdosiert notwendig. Und es gibt Systeme, wo gerade auch die Eltern vielleicht große Probleme damit haben, dass ihr Kind in der Pflegefamilie lebt, wo wir mehr begleiten müssen, wo wir im Vorfeld auch mehr mit dem Herkunftssystem arbeiten müssen. Auch das ist eine Aufgabe des Pflegekinderdienstes und des sozialen Dienstes, mit dem Herkunftssystem zu arbeiten und dafür zu werben, ein gutes Miteinander im Interesse der Kinder, zum Wohle der Kinder zu gestalten. Und Sie suchen weiterhin Tagespflegeplätze, Pflegefamilien, ja. Und jetzt ist die Chance, den Aufruf zu starten. Genau. Ja, liebe Familien, die ihr das seht, wenn ihr Interesse habt an der Aufnahme eines Tagespflegekindes oder im Rahmen der Vollzeitpflege, Kurzzeitpflege oder aber auch Bereitschaftspflege, bitte wendet euch vertrauensvoll an den Fachdienst Jugend. Hier unten ist auch nochmal die Homepage. Wir haben eine schöne Homepage, wo man das einsehen kann. Das sind auch unsere Kontaktdaten. Bitte meldet euch, wir sind dankbar und jedes Kind wird dankbar sein, für das wir ein Zuhause suchen, einen Ankerplatz, einen Hafen suchen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank.